Abermals stürzen wir uns in die imaginären Kämpfe dieses Spiels, dieses Tutorials. Was laber ich eigentlich für einen Blödsinn? Dieses Territoriums wollte ich sagen, nicht dieses Tutorials, aber egal. Naja. Ihr wundert euch ja längst nicht mehr darüber. Ihr seid's gewohnt. Wie eh und je. Ja, hier vorne haben wir schon mal wieder ein... Ich habe noch gar nicht geguckt, fällt mir gerade ein, was das überhaupt für ein... Ein Dreizack. Ach, jetzt kann ich mir das Ding zusammenbauen. Also, ich fände das ja auch ziemlich stylisch, muss ich sagen, wenn du das Stahldingen und das Ding hier verbinden würdest, weil das sieht dann ziemlich knorke aus. So eine Verbindung von antiker, ja, von antiken Reliquien quasi mit Modernität, mit einer, ja, ziemlich durchgebogenen Brechstange. Brechstange! Ich bin auch mal gespannt, wenn wir die Brechstange mal wieder benutzen. Jetzt habe ich wieder was gefunden, Leute. Jetzt müsst ihr euch das ewiglich anhören von mir. Die Blah-Stange. Stumpf, aber genial. Das heißt, wir haben jetzt noch so ein Dreizack-Ding. Zweimal Dreizack. Klingt ja wie, weißt du, beim Dönerfritzen um die Ecke. Ja, was hätten sie denn gerne? Ja, ich hätte gern zweimal Dreizack zum Mitnehmen, bitte. Ja, mach mal doch gerne. Jo. Dieses Geräusch, immer wenn sie sich da hochzieht, so. Ich weiß nicht, das ist so. So. Da war wieder Stefan Raab. So. Geht's natürlich noch höher. Ich würde jetzt einfach auch mal die Vermutung äußern, dass diese Etage hier wahrscheinlich nichts außer leere Vasen zu bieten hat. Aber man weiß es ja nicht. Deswegen schauen wir einfach mal. Ha! Im Runterfallen, liebe Leute. Habt ihr das gesehen? Sag bloß, da ist auch was drin. Hilfe. Ich bin gerade selber überrascht von den gelben, ja. Das ist übrigens auch so eine Sache. Ich verwechsel teilweise gelb und weiß. Wenn ich weiß meine, sage ich gelb. Und wenn ich gelb meine, sage ich weiß. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das habe ich aber, was weiß ich, schon seitdem ich denken kann. Also seit meiner ersten Lebenssekunde. Eigentlich. Wobei es natürlich paradox ist, da ich da noch nicht so wirklich sprechen konnte. Ich meine, wer konnte das schon? In dem Alter. Ich bin gerade froh, dass es hier nicht tiefer runterging. Denn ich möchte meinem Death Counter natürlich keinen Tod schenken. Der nicht sein muss. Ist ja logisch. Ich gehe mal davon aus, dass man die verschiedenen Pfeilarten auch schon irgendwie farblich voneinander unterscheiden kann, wenn man die hier irgendwo findet. Wobei ich jetzt persönlich noch keinen großen Unterschied gesehen habe, jetzt auf den ersten Blick. Zum Beispiel, was das gerade für eine Pfeilart war, ob das jetzt irgendwelche... Ja, jetzt muss ich wieder... Moment. Ob das Explosiv-Ammo war oder was weiß ich was alles. Das ist auch so eine tricky Stelle, glaube ich, weil da muss man auch wieder richtig gut aufpassen, dass man nicht zu hoch hier schrappt. Weil sonst springt man natürlich gegen diese Kante hier oben und dann fliegt man ganz runter und dann ist man aber sowas von oppe. Nein, ich wollte das jetzt eigentlich nicht aus rein demonstrativen Zwecken vorführen. Ach, Lara. Macht mich nicht wahnsinnig, Frau. Ich hätte gern mal eine andere Kameraperspektive. Das wäre sehr nett. So. Naja, gut. Hat jetzt auch so geklappt. Aber wir kommen ja eigentlich schon wieder ganz gut voran. Würde ich jetzt einfach mal wieder total dreist behaupten.
Zu tief wäre wahrscheinlich aber auch blöd hier, weil dann wird man auch da unten gegen die Kante springen. Das ist immer so eine Gefühlssache, aber klappt ja an sich gar nicht mal so schlecht. Ach nee. Damit hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Damit allerdings jetzt gerade auch nicht, muss ich gestehen. Du wolltest mir ans Leder? Schöner Kamerawechsel, doch, muss ich sagen. Der macht auch nicht total nicht Kirre, nein. Überhaupt nicht. Ja, ich höre schon auf. Okay, einmal noch. So. Ja. Ich denke mal, ihr werdet alle natürlich schlagartig wieder erkannt haben, wo wir jetzt wieder sind. Hier, Asset für dich. Titten. Titten-Bonus. Ja. Das heißt, es ist wahrscheinlich echt ziemlich egal, was wir hier deichseln müssen. Also, in welcher Reihenfolge meinte ich jetzt damit eigentlich? Soll heißen, wir können jetzt wahrscheinlich den gleichen Spaß nochmal machen. Boah, Hilfe, Entschuldigung. Ha, vornehmen wie eh und je. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch wieder. Zurücklaufen können. Sehe ich das richtig, dass da unten. Jupp. Sehe ich richtig. Hihi. Sniper. Scharfschütze. Haha. Ja, so kennt man Lara gar nicht, ich weiß. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Sag ich jetzt einfach mal. Was bringt mir jetzt eigentlich diese Leiter? Da komme ich nur mehr nach unten, aber ich will jetzt eigentlich gar nicht nach unten. Ich möchte eigentlich wieder da hinten rüber. Damit ich. Moment. Damit ich da hinten jetzt weiter kann, wo ich eigentlich ursprünglich auch her wollte. Ich würde aber fast sagen, wenn wir jetzt einmal hier sind, dann erkunden wir auch einfach mal generell, was da unten noch so für Wege möglich sind. Sieht einfach so geil stumpf aus, wie sie sich da herdengelt. Da kann man noch her. Ach, das war sie auf diesem komischen Boden. Ich dachte gerade schon, was ist das für Geräusche? Da oben. Man kann es jetzt nicht so gut erkennen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Da oben waren wir ja eben drin. Eben für euch in der letzten und vorletzten Folge, eigentlich. Und ja. Soll heißen. Da haben wir noch einen Weg. Kongenial gedreht. Da haben wir auch noch einen Weg. Da haben wir eine Wasserstelle. Was irgendwie auf nichts Gutes schließen lässt. Und hier haben wir auch noch einen Weg. Nee, du sollst jetzt eigentlich keine Fackel nehmen. Ja gut, okay. Die Frau macht wieder, was sie will. Es ist einfach nur schlimm. Was auch schade ist, dass sie andere Waffen nicht in ihrer. Ja, in geknieter Position zücken kann. Das ist so ein bisschen. Schade, muss ich sagen.
Neuer Levelabschnitt. Wollte ich das jetzt? Ah, toll. Das stimmt mich schon wieder total fröhlich, muss ich sagen, doch. Nee, da wollte ich aber eigentlich noch... Hallo? Noch nicht hin. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Wir springen in den letzten Levelabschnitt wieder rein. Ah. Schöne Fratze, die uns da entgegenlacht. Ja. Weil bevor wir da weitergehen, ich denke mal, das ist der generelle Weg, wo es weitergeht, möchte ich erstmal die hier links und rechts, die beiden Dinger noch beschreiten. Und warum ich jetzt erst den linken Weg... Hilfe, das wollte ich nicht. Warum ich jetzt erst den linken Weg wähle, weiß ich nicht. Wahrscheinlich intuitiv, weil ich Linkshänder bin. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Man munkelt hart. Lalalala. Ach, ich weiß, glaube ich, wo wir sind. Ja, ja. Mhm, das ist auch schön wieder mit Jumpen hier überall. Von einem Ding zum anderen. Und hier sind auch Skelette, das weiß ich wohl noch. Ach ja. Ich schau mal eben auf meinen Timer. Oh, 2 Minuten haben wir noch. Die machen wir noch. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob das jetzt normal ist, dass wir 2, 3 Zecke zu diesem Zeitpunkt haben. Oder ob wir mehr haben sollten. Oder was heißen könnte, dass ich irgendwas übersehen habe. Was ich aber eigentlich auch nicht glaube. Was? Punkt. Jetzt beende ich einfach mal den Satz. Ja, aber wenn hier Skelette sind, dann sind wir ja mit diesem Ding hier wesentlich besser aufgehoben. Oh. Das hier ist, glaube ich, auch so ein Ding, was man leicht übersehen kann. Könnte ich mir vorstellen. Es ist natürlich wieder die Frage, wir müssen uns jetzt erstmal merken. Irgendwie muss ich mir jetzt merken, dass wir von hier hinten kommen. Wie mache ich das am besten? Moment. Was ist, da hinten irgendwas an der Wand, was man... Ja, da ist das Dingen, genau. So, wir müssen aber dann hinterher wieder zurück zu diesem Dingen, wo nichts an der Wand ist. Alles klar. Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt so gut merken kann, aber... Uah! Du! Verdammt nochmal! Hihi, nein. Wir werden ihm nicht in seine nicht mehr vorhandenen Eier schießen. Das werden wir mal getrost lassen. Und ich muss sagen, hier unten ist mal wieder sehr viel. Man nennt das auch nichts. Ja, liebe Leute. Mein Timer ist gerade abgelaufen und wir werden uns jetzt einfach mal wieder hier rausbegeben und uns hier wieder hinstellen und dann hier in der nächsten Folge weitermachen. Haben wir wieder was gelernt, nämlich, dass Lara einfach mal, ja, schnurstracks hier weiter ihren Weg beschreitet. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich bin ziemlich zufrieden mit dieser Session gewesen. Ich werde wahrscheinlich, was weiß ich wann, wieder aufnehmen. Morgen. Übermorgen. Man weiß es nicht. Irgendwann bestimmt auch wieder mit einem Gastkommentator. Schauen wir mal. Ja, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.